Willkommen zurück zu Pokémon Silberne Edition oder abgekürzt einfach nur Pokémon Silber. Wir haben in der letzten Folge noch gar nicht in unser Menü geguckt, was wir gleich machen werden. Für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben, wir haben unser erstes Teammitglied noch bekommen. Unser Flamesack, aka Feuerriegel. Also es ist ein Feuerriegel, aber ich habe es Flamesack genannt, weil ich den Namen cool fand. Und wir sind auf jeden Fall hier in diesem Menü, was ich euch noch zeigen möchte. Man kann die Option ändern. Einstellung ändern? Also nein, Einstellpunkt ändern. Menü schließen. Speichern? Eigener Status. Oh, da will ich da gleich vorbeischauen. Wichtige Items. Warte, im Pokécom? Enthält Items. Okay. Pokémon Team Status. Also PKMN steht halt für Pokémon Team Status. Lass uns mal sehen. Lass uns auf Flames. Da kannst du genau. Ein Item? Lass mal sehen. Flamesack hat ein Item? Wo steht denn das? Eine Beere! Oh, der hat eine Beere! Haben alle Starter das? In diesem Spiel? Das wusste ich gar nicht. Das hat mich gerade gewundert. Was war denn eine Beere? Tackle und Silberblick. Ja, ganz normale Standard. Attacken halt. Gab es hier schon Wesen? Ich bin mir nicht sicher. Ist aber auch egal. Wollen wir uns unseren Status anschauen? Das bin also ich da oben rechts. Das bin ich. Und hier haben wir ein bisschen gespoilert. Hoffentlich merkt ihr euch das nicht. So, fangen wir auf jeden Fall an. Hä? Was willst du denn? Mike, ich will, dass du das mitnimmst. Mike erhält Trank. Okay, dankeschön. Mit dem Trank kann man sich übrigens heilen. Wir sind nur zu zweit. Ne, wir sind nur zu zweit und wir haben nicht viel zu tun. Und wir haben viel zu tun. Nicht viel Zeit und viel zu tun. So rum. Alles klar. Dann würde ich ja erstmal meiner Mami sagen, dass ich ein Pokémon habe. Aber was passiert, wenn ich jetzt einfach rausgehe? Dann wird sie doch mich aufhalten, oder nicht? Nein? Okay, ich glaube, man kann das entweder jetzt zu einer Mami sagen oder einfach abhauen. Wir wollen es natürlich unserer Mami sagen. Ne? Aber ich muss dran denken, irgendwann in Gold oder in Kristall-Display darf ich das dann nicht machen, damit ich es zeigen kann. Weil da wird die Mutter eigentlich einen nämlich irgendwann anrufen und dann sagen, hey, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Was bist du denn für ein Kind? Deshalb werden wir aber unserer Mutter Bescheid sagen, weil wir sind ja lieb in diesem Spiel, ne? Wie lautet denn der Auftrag von Professor Lind? Punkt, Punkt, Punkt. Das klingt nach einer wahren Herausforderung, aber du kannst stolz darauf sein, dass sich die Leute auf dich verlassen. Ah, okay, vielleicht ruft sie einen noch an? Dann ist das gezwungen und dann kommt einfach nur ein bisschen mehr Text. Naja, ist auch egal. Wir wollen auf jeden Fall unser Abenteuer anfangen, deshalb gehen wir jetzt nach links. Zur ersten Route. Route 29. Rosalia City, Neuborkia. Hier geht's also nach Neuborkia. Nein, nein, hier sind Neuborkia. Es geht also nach Rosalia City. Pokémon verstecken sich im Gras. Niemand weiß, wann sie auftauchen. Ja. Das stimmt, also könnte jetzt jederzeit ein Pokémon auftauchen. Aber ich habe Glück. Das passiert nicht oft, dass man so viel Glück hat, wie ich gerade in dem Moment. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Wir müssen hier nach oben. Yo, wie geht es deinen Pokémon? Sind sie schwach und nicht bereit zu kämpfen? Halte dich vom Gras fern. Das stimmt. Soweit es geht, immer vom Gras fernhalten. Und seht ihr das? Dieser Baum und dieser Baum, die sind beide anders aus. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Okay. Interessant. Nach links oder nach oben? Oder nach rechts halt. Oben rechts. Wie geht man nach oben rechts? Hier kann man übrigens auch runterspringen. Aber das erkläre ich euch gleich. Und dann kommt das erste Bilder kommt. Ein wildes Wieso. Und das, der Geschrei kommt sehr schnell. Und das wollen wir doch erstmal besiegen. Flamesack benutzt also Tackle. Und macht schön erstmal ein bisschen Damage. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich vorzuspulen. Aber manchmal, wenn ich halt ein bisschen grinden möchte auf die Schnelle, dann mache ich ein bisschen Vorspul-Action. Vielleicht fange ich das auch raus. Mal schauen. Und wieso ist down? Und da kriegen wir unsere Erfahrungspunkte. Unten diese blaue Leiste, das sind unsere Erfahrungspunkte. Wenn die Leiste voll ist, kriegen wir ein Level Up. Heißt dann also, unsere Stats, unsere Werte werden erhöht. Wir werden also stärker, schneller, können mehr, also robuster und was auch immer.
Und hier finden wir einen Trank. Diese Pokébälle auf der Overworld, die indikieren immer, dass man dort ein Item finden kann. Ja, hier gibt's also nichts. Dann gehen wir nochmal links. Oh, aber erstmal ein wilder Kampf. Ist auch gut, dass wir ein paar wilde Kämpfe am Anfang bekommen. Ein Taubsi, was ein bisschen pink ist in diesem Spiel. Oder bin das nur ich? Naja, weil ein paar Level-Ups sind immer gut. Vor allem, weil das Taubsi ist Level 3. Das sind nur 2 Level entfernt. Vor allem nur, dass er 3 Level entfernt, soweit ich weiß, oder? Also ich glaube, das Wieso hatte Level 2. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ist auch egal. Aber er macht ziemlich viel Damage für ein Taubsi. Das finde ich gerade nicht so nett. 2 Schläge, glaube ich, brauchen wir noch. Denn er macht jetzt 3 Damage. Ah, aber durch die Beere werden wir geheilt, die Flamesack noch bei sich hatte. Aus irgendeinem Grund hatte Flamesack halt eine Beere. Ah, nur ein Hit. Alles klar. Level up? Yes. Flamesack erreicht den Level 6. Und er lernt Rauchwolke. Es gibt Attacken, die greifen an und es gibt Attacken, die greifen nicht an. Rauchwolke ist zum Beispiel eine Attacke, die greift nicht an. Ich werde aber nicht allzu viel über Pokémon erzählen. Also so die ganzen Basics, so wie Kämpfen funktioniert, werde ich, glaube ich, nicht tiefgründig reingehen. Vielleicht mache ich da irgendwann mal was zu, wenn ich denn eins nochmal Let's Play, weil ich habe immer Pokémon Blau Let's Play, das könnt ihr euch gerne anschauen, ist aber ein bisschen älter. Vielleicht mache ich das mal neu oder mache ein Pokémon Rot Let's Play. Mal schauen, was machst du eigentlich hier? Schießt diese rum vor diesem Haus? Ich wollte eine Pause einlegen, darum habe ich meinen Spielstand abgespeichert. Ah, cool, und was ist das hier? Hallo. Brauche ich einen Pass oder so? Du kannst die Stufen nicht hinaufklettern. Du kannst sie aber hinabspringen und sie als Abkürzung benutzen. Ja, das meinte ich vorhin. Verschiedene Pokémon tauchen hier auf. Wenn du alle schnappen möchtest, dann musst du überall suchen. Was gibt's denn hier? Neue Route. Will ich hier sein? Route 46, Bergwerk voraus. Ich glaube, ich gehe lieber. Das wird zu gruselig hier oben. Ich soll ja eigentlich nach links gehen. Nach Rosalia. Da oben ist es vielleicht für später? Naja, mal schauen. So, und ihr müsst euch dran gewöhnen, dass dann wieder ein paar wilde Kämpfe kommen. Weil ich möchte sie eigentlich größtenteils drin lassen. Weil es gehört auch zum Spiel dazu. Und übrigens, neben dem Level sehen wir auch das Geschlecht des Pokémon. Denn seit diesen Spielen hier gibt es Geschlechter für Pokémon. Feurige zum Beispiel jetzt männlich, ist glaube ich auch meistens männlich, bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Finde ich aber gut, weil ich finde, Feurige ist eher so ein männliches Pokémon statt weibliches. Und wieso hat sie auch eine Beere bei sich? Okay, das wusste ich gar nicht, dass wilde Pokémon und der Starter sogar selber auch Beeren einfach tragen können. Das wusste ich nicht. Ist gerade ein bisschen blöd, weil das Ding ist Level 3 und das finde ich allzu einfach sein, darauf zu bekommen. Ihr seht das ja. Ich habe übrigens auch Pokémon Schild Let's Play, also das neueste Pokémon-Spiel zu diesem Zeitpunkt. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, falls ihr ein bisschen neuere Grafik sehen wollt und nicht diese alte Grafik. Das Spiel kam ja auch von Game Boy raus, beziehungsweise Game Boy Color. Deshalb sieht die Grafik jetzt nicht bombastisch aus, aber ich finde, für Game Boy-Verhältnisse ist es ganz okay. Ist es vollkommen in Ordnung. Was ist das hier eigentlich? Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Beere. Beere erhalten. Mike steckt Beere in Itemtasche. Ja, wir kriegen in solchen Bäumen jeden Tag Beeren, denn es gibt auch in diesem Spiel neuerdings einen Tag- und Nachtzyklus. Das heißt, es kommt drauf an, um welche Uhrzeit ihr das Spiel spielt. Dass es entweder Tag und Nacht ist und es kommt auch drauf an, welche Pokémon dann, also die Pokémon, die im Wilden kommen, ändert sich auch. Also nicht groß, aber zum Beispiel kannst du einen Huthut, was übrigens eine Eule ist, kannst du morgens natürlich nicht fangen, das kann man nur abends fangen. Ist das eine Eule? Die sind... Echt jetzt? Es ist gerade bei mir 18 Uhr geworden und... Es ist einfach gerade Nacht geworden. Okay. Gerade sage ich's. LOL. Habe ich auch noch nie gehabt. Ich habe mich gerade voll gewundert, was passiert. Ich warte auf Pokémon, die nur am Vormittag auftauchen. Ja, ist wahrscheinlich gesagt, ich warte auf Pokémon, die auf dem Nachmittag auftauchen. Ah. Tja. Ist dann wohl so. Ich werde mal gucken, dass ich jede Folge so ein bisschen anders aufnehme, dass dann eine Folge, so die ersten paar Folgen Tag sind, danach die nächsten paar Folgen Nacht. Also immer wieder alle paar Folgen ein bisschen ändern, die Tageszeit, damit das nicht immer eintönig bleibt. Aber ich spiele lieber auf Tag tatsächlich, auch wenn ich öfters Nacht spiele. Naja,
Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. Du kannst nach Neuborkia gehen, ohne durch das Gras zu laufen. Ja, das hat der eine Typ auch gesagt. Hier gibt es eine Abkürzung, wenn man Zerschneider besitzt, was immer das ist. Haben wir bestimmt noch herausfinden. Und das war's auch schon mit der Route. Route 29, Rosalia City, Neuborkia. Ja, wir sind schon da. Das hier ist Rosalia City. Was macht der alte Kratz da eigentlich? Was machst du hier? Du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Nö. Oh, ich mache so etwas gerne. Du kannst mich immer besuchen. Ja, sorry, ich wollte dich nicht, ja, kannst mir gerne was beibringen. Also gut, folge mir. Das ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen. Du wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Das hat er aber gut erklärt. Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Außerdem findest du hier viele nützliche Items. Das stimmt aber auch. Zur Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort auch viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Das hört sich ja nice an. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Größtenteils Wasser-Pokémon, natürlich. Hier, das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass mich dir ein kleines Präsent geben. Mike erhält Kartenmodul. Der Pokécom von Mike verfügt nun über eine Karte. Der Pokécom wird vielseitiger, wenn du ihn mit Modulen erweiterst. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Reise. Dankeschön, sehr nett von dir. Hallo. Du kannst gehen, wohin du willst. Solange du mit Pokémon unterwegs bist, wird es immer lustig sein. Das stelle ich mir aber gut vor. Warum ist das eigentlich abgehauen einfach? Haus des Fremdenführers. Komm mal her. Fremdenführer. Als ich noch ein Junge war, war ich ein richtiger Heißsporn. Ich gebe dir einen Rat. Fange viele Pokémon. Behandle sie alle mit Freundlichkeit. Nein, wir werden hier nicht alle Pokémon fangen. Aber ich habe auch schon bereits gesagt, es wird kein Catch im Roll. Habe ich zumindest nicht vor. Rosalia City, die Stadt der duftenden Blumen. Lass mal riechen? Ja? Riechen schon sehr frisch. Kann man sagen, ja. Oh, hi. Steuere ich etwa? Pokémon sammeln in Kämpfen, Erfahrungen und verändern ihr Gestalt. Pokémon wechseln? Ich wäre schockiert, wenn das jemand tun würde. Echt? Naja, kann ich zum Teil verstehen. Kann ich zum Teil wirklich verstehen. Wow, 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 wow. Oh, hi. Möchtest du herausfinden, wie gut du als Pokémon-Trainer bist? Dann solltest du alle Pokémon-Arenen in Johto aufsuchen und Orden sammeln. Oh ja, das sollten wir. Wenn ich älter bin, werde ich auch ein Arena-Leiter. Ich werde meine Pokémon gegen die meiner Freunde antreten lassen, damit sie stärker werden. Das kannst du machen. Es gibt bei Pokémon-Spielen in fast jeder Stadt eigentlich eine Arena. In dieser zum Beispiel jetzt aber nicht, als Ausnahme. Aber in den meisten gibt es das halt schon. So, Mr. Pokémons Haus ist es noch ein ganzes Stück. Naja, eine Route nach oben halt. Geh erstmal in Pokémon Center rein. Hier kann man sich nämlich entspannen. Die Pokémon werden geheilt und das ganz kostenlos. Geilomat. Das Kommunikationszentrum im oberen Stock wurde gerade erst eingerichtet. Aber an der Fertigstellung wird noch gearbeitet. Ja, sobald man nämlich seinen ersten Orden, glaube ich, hat, bin mir auch nicht sicher wann, aber... Hier oben kann man dann lang gehen und dann kann man hier mit anderen Leuten über den Link-Kabel Pokémon tauschen oder auch gegeneinander kämpfen. Ding ist nur, man kann auch mit Rot und Blau verbinden und Gelb, aber man darf dann halt nicht Pokémon in deiner Party haben. Also hier, das ist die Party Pokémon, wo meine Pokémon gelistet sind, das nenne ich auch Party. Da dürfen keine Pokémon sein, die es früher nicht gab. Weil das funktioniert dann sonst nicht. Und ja, werden wir nicht benutzen. Also ich glaube nicht, dass wir benutzen werden. Wir werden mal schauen, vielleicht benutze ich es auch. Aber ist noch nicht eingeplant. Vielleicht mache ich mal Showcase davon oder so.
wenn ihr es wollt. Dieser PC steht jedem Trainer kostenfrei zur Verfügung. Boah, cool, ist es der hier? Nein, tatsächlich ist das hier kein PC. Ich dachte früher immer, das wäre ein PC, aber da rechts seht ihr den. Das ist toll! Ich kann so viele Pokémon lagern, wie ich will, und das umsonst! Naja, nicht so viele du willst, aber es sind schon sehr viele. Er hat aber einen Haken, zumindest ich gleich komme. Guten Abend, du bist spät dran. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja. Einfach ja. Okay, wir benutzen deine Pokémon. Dün, 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 dün. Und da werden wir unsere Pokémon geheilt. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jetzt halt wieder vorbei. Lass unser PC. Mike, schalte den PC ein. Zurück auf wessen PC? Es gibt Bills PC. Es hat sich wohl jemand vergessen auszuloggen. Und PC von Mike. Ach, ist ja langweilig. Gehen wir mal zu Bills PC. Die Verbindung zu Bills PC wurde hergestellt. Du hast Zugriff auf das Pokémon-Lagerungssystem. Was? Tschüss. Briefe, Box wechseln und hier kommt das Blöde. Man kann nämlich in den ganzen Boxen, das ist eine Box, Box 1 zum Beispiel. Ich kann aber auch Box wechseln. Pro Box gehen 20 Pokémon und ja, man muss immer wieder die Box wechseln und es abspeichern. Wenn deine Box voll ist und willst ein Pokémon fangen, dann war's das. Dann kannst du es nicht fangen. Und das ist sehr blöd, vor allem wenn man nur 20 Pokémon pro Box hat. Also 20 mal 14 kann man sich ausrechnen, wie viele Pokémon man fangen kann. Aber ich glaube, es müsste eigentlich genug. Vielleicht kann man noch später mehr. Das kann auch sein, dass man später mehr Boxen bekommt. Bin mir jetzt nicht sicher. Wenn ihr eine mehr besser auskennt, dann könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Sollte aber eigentlich ausreichen für die 251 Pokémon. Die Verbindung zu deinem PC wurde hergestellt. Item-Lagerungssystem. Haben wir irgendwelche Items? Nein. Briefkasten vielleicht? Keine Briefe. Schade. Kann halt nicht. Und hier haben wir den Pokémon-Markt. Ach ja, man kann übrigens mit den Dingern hier reden. Lass deine Pokémon in einem Pokémon-Center heilen. Wenn man Bock drauf hat, damit zu reden. Alles, was ein Pokémon benötigt, findest du im Pokémon-Supermarkt. Echt? Wirklich alles? Die Pokébälle sind leider ausverkauft. Hoffentlich kommt bald eine neue Lieferung. Echt jetzt? Och, blöd. Als ich durch das Gras spazierte, hat ein Käfer-Pokémon mein Pokémon vergiftet. Ich ging einfach weiter, aber dann wurde mein Pokémon plötzlich besiegt. Du solltest ständig ein Gegengift mit dir führen. Ja, in diesem Spiel ist das so, wenn man vergiftet wird und in der Overworld, also das ist die Overworld, wenn man hier rumläuft, dann nimmt man nach ein paar Schritten Schaden. Also das Pokémon nimmt nach ein paar Schritten ein bisschen Schaden. Sehr viel Pokémon-Merchandising. Ah ja. Und hier? Sehr viel Pokémon... Ah, das gleiche. Oh, okay. Hallo. Willkommen. Womit kann ich dienen? Trank, Gänge, Paraheiler, Aufwecker und... Ja, das war's. Wie viele können wir uns denn kaufen? Hä? Ach so, man kann ganz viel aussehen, wie man will, aber man sieht, dass das Geld reicht, wenn ich jetzt zum Beispiel A drücke. Nein, dann nicht mal Trank? Okay. Du hast nicht genügend Geld. Ich weiß nicht, warum die eine Option gegeben haben früher. Ich kann auch gedrückt halten. Also ich könnte mir jetzt genau 10 Tränke holen, wenn ich mal pleite. Ich kaufe mir mal einen Trank, weil warum nicht? Immer ja. So. Aber wir brauchen ja eigentlich noch gar keine. Und ja, wir müssen jetzt auf zu Mr. Pokémon, der sich hier oben befindet. Aber erstmal haben wir noch eine weitere Route vor uns. Route 30. Viola City nach Rosalia City. Ja, wir sind auf dem Weg nach Viola City. Das wäre nämlich hier links. Ah ne, ein bisschen weiter oben. Dann nach links. Und nach rechts ging es dann zu Mr. Pokémon. Wohin sollen? Wir genießen Obstbaum. Heißt, wir kriegen eine Beere. Was ja wichtig ist. Beeren sind nämlich echt nützlich. Musik ändert sich. Hallo, bist du besonders? Und warum ändert sich die Musik in deinem Haus? Du weißt, dass Pokémon Beeren fressen. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Oh, dankeschön. Dankeschön für die Beere. Suche in Bäumen nach Beeren. Sie fallen einfach herunter. Oh ja. Aber nur bestimmte Bäume. Die hier zum Beispiel, welcher jetzt gerade drücke, passiert nichts. Und da kommt schon das nächste wilde Pokémon, was sein wird. Ein Huthut! Das habe ich angesprochen. Nachts kommen öfters mal Huthuts. Und tags eben halt, weiß nicht, Visor oder sowas halt.
Vielleicht nehme ich nächste Folge Nacht auf, vielleicht auch einen Tag. Je nachdem. Weiß gar nicht, ob man die Uhrspiel noch ändern kann in-game. Bin mir da wirklich nicht sicher. So. Die Technik ist auf jeden Fall weg. Er kann es nämlich gerade irgendwie nicht erwischen. Achso, weil er versucht die ganze Zeit Heuer einzusetzen. Warum heult sie mich an? Das kriegst du noch zurück. Haja! Komm, ein Schlag noch. Dann ist es, glaube ich, besiegt. Ich hoffe. Aua, was soll das? Tackle ihn weg und down. Und Level 7 erreichen wir. Neue Attacke? Vielleicht? Nein. Okay. Muss ja auch nicht immer sein. Was haben wir hier? Das Haus von Mr. Pokémon? Immer geradeaus. Echt cool. Aber was ist denn hier los? Hey, erzähl mal, was ist denn hier los? Das Haus von Mr. Pokémon ist gleich da vorne. Na, danke. Ich kann mal nur mit runterspringen. Oh. Die halten hier gerade einen Pokémon-Kampf. Wie sieht das aus? Die Musik sogar. Los, Radfratz! Deckel! Was? Das ist ein harter Kampf. Lass mich in Ruhe. Ah, die kämpfen gerade. Der eine hat einen Ratzfratz, das andere weiß ich nicht. Kann man nicht erkennen. Okay, aber die kämpfen. Kann ich jetzt übrigens nach links und nach rechts gehen? Ich werde einmal beide gehen. Also einmal nach oben und dann zurück den anderen Weg. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Ihr seht ja ganz viel, aber rechts ist, glaube ich, eine kürzere Weg, dafür aber halt viel mehr Pokémon. Und hier findet man einen Radfratz. Radfratz ist auch sehr cool. Aber viele Pokémon können sich auf jeden Fall auch weiterentwickeln. Manche auch mehrmals weiterentwickeln. Halt zweimal. unser Flamesack, also Feuerriegel zum Beispiel, kann sich zweimal weiterentwickeln. Aber zu was und wann, das werde ich euch nicht erzählen. Das werdet ihr noch früh genug herausfinden. Vielleicht habe ich doch irgendwann mal gesagt oder werde es irgendwann mal aus Versehen sagen. Weil ich mich schon auf die Entwicklung freue. Naja, mal egal. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass mein Flamesack gerade nicht so viel tankt. Dann kriegen wir eine Gegengiftbeere. Ist also einfach nur Gegengift als Beere. Heißt, man kann es halten. Also Bärenformen sind immer besser, weil Bären können die Pokémon halt halten. Diese Tränke können die ja natürlich nicht halten. Die wissen nicht, was sie damit tun sollen. Mit Bären, die wissen ja, wie man Bären isst. So. Das Haus von Mr. Pokémon. Yay, hier ist es. Hm? Hallo, du musst Mike sein. Professor Lynn sagte, du kommst. Professor Lynn soll das hier untersuchen. Wir haben ein Rätselei bekommen. Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Da kommt die Professor Eich-Musik. Also ihr wisst, Professor Eich war der Typ ganz am Anfang des Spiels. Ah, du bist also Mike. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Aber das weißt du ja schon. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt, also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon? Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah, du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ja, ich darf nicht mal ja oder nein sagen. Er gibt's einfach. Okay, danke. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Mike, ich zähle auf dich. Ja, wir werden auf jeden Fall machen und so. Jetzt zu Professor Lind zurück. Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Oh, halt und. Ich bin auf dich angewiesen. Alles klar. Was ist das denn hier? Schöne Couch. Und was auch immer das hier sein soll.
Aber Leute, das soll es dann erstmal gewesen sein von der ersten Folge. Moment, was? Professor Lindrum ruft an? Hallo, Mike? Ist eine Katastrophe! Aber was für eine Katastrophe das ist, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge.